Wir den Plüschhai angucken? Bitte. Plüschhai. Plüschhai. Wir haben zwei Schmarrn gehört. Gut. Den hatten wir schon Schmarrn geguckt. Oder ist hier noch einer? Den kennen wir schon leider. Yay! Aber wir können uns so angucken. Und ich hab Plüschhai. Das Loch in eine andere Welt. I wonder if that's the universe where Dad's alive and Rachel has three happy parents. Okay, so kann man das natürlich auch betrachten. Ein SMS gekommen. Von Rachel. Heute ist der 9.5. Wie viel treibt ihr denn? Danke, dass du gestern Abend für mich da warst. Mir geht es viel besser. Warte mal. Ich bin eine gute Küsserin? Klar. Wir treffen uns in 2 Stunden mit Frank auf dem Schrottplatz. Ich denke, er kann uns mit Sarah zusammenbringen. Edel Scheiß. Ja, ich bin noch zu Hause. Duschen und Werkzeuge für den Truck einsammeln. Also, treffen wir uns am Schrottplatz? Ich werde dort sein. Du bist unglaublich, Chloe Price. Wie ein bisschen skurril, dass mir dein Nachname mitgenannt wird. 9.5. Chloe, ich schließe nicht ab, falls du deinen Schlüssel vergessen haben solltest. Bitte komm nach Hause. Es ist auch egal, wenn es nach der Ausgangssperre ist. Ausgangssperre? Mama, ich kann gerade nicht. Bitte, ach, um 0.55 Uhr. Check. Max, wenn man mal darüber nachdenkt, das ist unglaublich, dass irgendwer irgendwem mit irgendwas vertraut. Zum Beispiel die Sterne. Wir lernen so viel über sie in der Schule, doch niemand erzählt uns den wichtigsten Fakt über sie. Einige davon sind tot. Und doch vertraut Rachel mir mit der wichtigsten Sache ihrer Welt, ihre richtige Mutter zu finden. Sie bat mich nicht sofort darum. Anfangs wollte sie nicht mal reden. Es war auf dem Schrottplatz vor ein paar Tagen, aber diesmal drehte ich nicht durch. Ich ließ ihr Freiraum. Hier ist etwas, das du nie gelernt hast. Max, wenn jemand, an dem dir etwas liegt, leidet, tust du alles in deiner Macht Stehende, um für sie da zu sein. Auch wenn das heißt, die Sterne in ihrem Zimmer erstrahlen zu lassen. Damit schaffte ich es, dass Rachel sich öffnete und mich bat, ihre Mutter zu finden. Ich sagte ihr, ich denke, dass ich es schaffe. Falls ich Frank erreiche und den Truck zum Laufen bringe, haben wir eine Chance. Chloe, Beschwörerin der Sterne. Sterne sind blöd. Warum sind denn Sterne blöd, Mordo? Before you can see the light, you have to deal with the darkness. Ey, wow. Das ist ein zerhauenes Bild. Wir haben bestimmt E-Mails. Figures. Sarah Gerhardt. Also wir haben gegoogelt. Winchester High School. Wir können es auf Deutsch lesen. Sarah Gerhardt. Erst ein Ergebnis in 0,27 Sekunden. Winchester High School verleiht Sarah Gerhardt den Fischerpreis. Adresse. Jedes Jahr vergibt die Winchester High School den Fischerpreis, der nach dem berühmten Forscher Robert Fischer benannt wurde, an den Schüler, der sich, das war's schon, nochmal suchen? What? An Chloe Price. Betreff Victoria Chase hat ein Foto kommentiert, auf dem du markiert bist. Um das Foto zu sehen, klicke auf den folgenden Link. Das ist doch Spam! Nice to see my work is appreciated. Kennt das, ne? Also sie hat ja losgelegt und im Schulklo angefangen rumzutacken. Aber das ist schon fast Kunst mit dem Rahmen. Das ist wirklich, also... Victoria, nur falls ihr noch mehr Beweise brauchtet, dass Blackwell ohne Chloe Price besser dran ist. Achso, Armand, deshalb brauchen Mädchen also immer ewig auf dem Klo. Trevor, Respekt. Niemand hat dich gefragt, Trevor. Burn. Wow, Chloe, das war stilvoll. Mhm. Trevor ist cool. A further layer of nuance.
hier kommt ein Bericht. Nathan almost pissed himself. Über das Stück. Rezension: Blackwell erobert Shakespeare im Sturm. Von Daniel Borg. Letzte Nacht erwachte der Sturm auf der Außenbühne der Blackwell Academy zu neuem Leben. Die einzigartige und mutige Regie von Travis Keaton verlieh... Ach, Travis ist der... der Lehrer hat Respekt gesagt. Travis Keaton verlieh dem Stück eine aktuelle Atmosphäre, die den übertriebenen klassischen Werken üblicherweise fehlt. Die junge Rachel Amber war überragend in der Hauptrolle und beherrschte die Bühne so wie Prospera, die unbekannten Mächte beherrscht. Nathan Prescott als Caliban verdient eine besondere Erwähnung. Die schwache, nervöse und zitternde Interpretation des versklavten Monsters durch den vielversprechenden jungen Schauspieler verlieh dem Ganzen eine tiefere Nuance, die von den Teenagern unter den Zuschauern nicht ausreichend gewürdigt wurde. Einmal das Publikum nochmal dissen. Thou art an idiot. Doch der wahre Star des Abends in der Rolle von Ariel war Neuling Chloe Price, deren Chemie mit Mrs. Amber Prospera selbst die Chemie zwischen Miranda und Ferdinand übertraf. Mrs. Price erforschte Ariels Kampf zwischen Loyalität und Freiheit in einer wahrlich authentischen Darbietung. Tatsächlich ist es eine exzellente Überarbeitung des Originalstücks, wenn Prospera Ariel die Freiheit verweigert. Nie habe ich eine glaubhaftere Darstellung von Überraschung gesehen als Mrs. Price' authentische Verwunderung. 5 Sterne. Wow. Skip's in a band? Wenn man aufhören sollte. Ein Interview mit Skip Matthews, dem Sänger von Pisshead. Arcadia Bay Online News. Ein charmantes, selbstgemachtes Musikvideo für euren Song Nothing Wrong landete gestern im Internet. Es erreichte in den letzten 12 Stunden über 200.000 Aufrufe. Skip Matthews, ja, wir waren genauso überrascht wie alle anderen. AB Online. Wie erklärt ihr die plötzliche Erscheinung eures ersten Musikvideos? Skip Matthews. Ich brauchte wirklich eine Veränderung. Ich hatte einen Vollzeitjob, den ich hasste, und hatte endlich den Mut zu kündigen. Es war so befreiend und ich dachte einfach, dass ich dieses Gefühl für etwas Neues nutzen sollte. Okay. Überliegen Klassenfotos rum. Sind das nicht 2? Nee. Neue Klamotten und eine Dusche. Wäsche. Mom usually does my laundry when she gets sick of me not doing my laundry. Mom hat aufgehört, huh? Maybe she believed me for once about never coming back home. Diese Ami-Fahne im Hintergrund. Skateboard ansehen. Gießen. Gießen? Gießen. Mit was? Mit der Cola? Ist halt nicht. Ich glaube, nichts ist besser als Cola. Oh, Papas Jacke. Wir versuchen irgendwie zur Dusche zu kommen. Is Mom playing music? Victoria. Oh nein, die schreiben so schnell. Ja, so schnell kann keiner lesen. Jungwörter. Warte einen Moment. Haben wir's? Wow. Ich habe nur die letzten Worte gesehen. Na klar. Also hatte ich von Anfang an recht. Rachel Amber ist ein bösartiges Miststück. What? Oh ja, das ist sie absolut. What? Du hältst dich jetzt wohl für ihren Kumpel? Yep. Du hast jede einzelne Zeile des Stücks perfekt aufgesagt. Wie kann das sein? Du hast das geplant, nicht wahr? Oh nein, du hast es rausgekriegt. Oh nein, du hast es rausgekriegt. Ich habe diese Schule so satt. Niemand hat sich gestern einen Scheiß für mich interessiert. Alles dreht sich um Rachel. Oh Mann, wenn du versuchst, jemanden Drogen einzuflößen und es nach hinten losgeht, das ist einfach das Schlimmste. Und Chloe... Ja, was schreibt man denn da auch? Warum? Nope. Das? Nope. Ah, hier ist das Bad.
Is that David's towel? Where the hell is mine? Oh nein, ey. Okay. My towel's probably in here somewhere. I should just calmly lots of washcloths. No towel. Ihr habt auch die Tabletten gesehen, oder? I truly hate seeing so much of David's shit around here. Gross. Muskelmann-Pomade. Styling-Pomade mit extrem starkem Halt. Muskelmann-Pomade. Oh, die ist so doof. Was ich will, da. Score. Piratenklamotten. Can't believe Max and I were so into this shit when we were kids. Wait a minute. Captain Bluebeard's hair dye. Max was going to make me a pirate, but we never got around to it. Haarglanzlichter, bombig blau. Plan damit. Ready for the best shower of my life. Können wir nicht die Glitzer-Sache da? Es gibt ein wunderschönes. Nein, okay. Schade. Na gut. Duschen. David reinkommen, dann ist das heiß perfekt. Ach so. Passt. Auch wenn es rauswaschbar ist. So wie man sie kennt, wie du sie kennst. Jetzt brauchen wir noch Klamotten. William's Closest. William der Vater gewesen? Mann, ist hier gut drauf. What do I feel like wondering on this busy ass day? Totenkopf, Arcadia Bay, irgendwas. Bonus-Outfit. Drache. Bonus-Outfit. Wir haben Zeit. Gucken wir uns das an. Kleidung. So, erstmal die Ohrenklammern angezogen. So ein bisschen Grunge-Zeit, ne? Hosenträger. Nicht kaputt genug. Dafür Patronen um Hals. Naja, Before the Storm kam ja später. Heißt, für alle, die Life is Strange nach Erscheinungsdatum gespielt haben, ist das der typische Look. Check, okay. Illuminati. Ach so, das ist das, was, was wir sonst auch zum Anziehen haben. Okay, check. Ach so, die Hosenträger bleiben, ja? Die Stiefel waren schon gut. Und die Patronenkette bleibt auch dominant. Drache! Hast du mal angeguckt, oder? Vielleicht bleiben wir dann beim Grunge. Augen auf näher. Kaum.
Nee, wir gehen zum Karohemd. Ein gutes Flanellhemd. Gutes Flanellhemd. Das kann einiges. In den Grunge. So. Der Grunge. Wir hampeln hier schon so. Wir bleiben dabei. One last thing. I need to get Dad's tools so I can fix that truck. Wir wollen ja einen Truck reparieren. Dad's toolbox should be in the garage downstairs. Nein, wir laufen Gefahr, dem Faschisten David entgegenzukommen. Ich finde es immer so cool, dass sie ihn einfach so knarrt. Ah. Der Typ ist... Oh, wir werden auf jeden Fall konfrontiert werden. Die Mutter wird arbeiten. What are the chances I can avoid Mom and David? Ja, genau. Die Chance stehen nicht gut. I'm flipping them over. Not yet. I told you 3 minutes each side. They're gonna burn. Oh, you're the expert now. I can't stand it. I'm telling you, it'll make a mess. You know, you don't have to make me breakfast. I'd settle for flowers. You cook all the time. I want you to have a break at home. You are one class act, David Madsen. Mom actually looks pretty happy right now. Wie ätzend. Ach. Gott, fühle ich das jetzt, das grantige Teenager-Kind zu sein. Hey. Chloe, your hair. When did you... Was this for the play? I heard you performed last night. Nope. I mean, I did. But this is something different. And that shirt. Dann sind sie noch fünf, ja. I haven't seen it in ages. Bisschen erdrückend. Mom, smother me much? Right. Sorry. None of that matters now. Oh, I am so glad to see you. Good to see you, Chloe. Coming home was a smart decision. Pop. Arsch. Kommt mir nicht viel zu Hause vor. Sure doesn't seem like home. There's someone else's shit all over the bathroom. Well, we've always talked about needing a bigger bathroom, haven't we? Scheint mir groß genug für euch zu sein. Wir mögen ihn nicht, wir mögen ihn wirklich nicht. Seems like it's big enough for you. Bleib dabei. I'm not staying long, anyway. Just here to pick up something. Are you coming home tonight? Mom, I don't know. I wish you would tell me what you're up to. I'm just hanging out with Rachel. Oh! How is Rachel? I was telling David about the play and you being in it. I really gotta go. Es interessiert uns nicht, was du David erzählt hast. Before you go, David has something to say to you. Nein! It won't take but a minute. Er soll mir einen Zettel schreiben. Oh. Mom. Der Blick. I don't think this is the best idea. You already promised. Chloe, I've made an agreement with your mother to trust you from now on. Really? What does that mean?
It means that from today forward, I'm going to take you at your word. Das scheint, so, if you say you haven't been smoking or drinking, then I'll just leave you be. The idea is you should feel comfortable here, Chloe. David's not going to question you, and neither am I. Es wirkt eher so, als ob es ihm körperlichen Schmerz verursacht, das zu sagen. Er ist ein Lügner, er hat mein Zimmer durchsucht. Mögen ihn nicht. David's lying to your face, Mom. He searched my room. What? You didn't know? Detective Dickwad here went through all of my drawers and my bed. It's what you asked me to do. Make sure she's got no drugs or alcohol for her own good. Oh, my goodness, Chloe. I'm sorry. Ich dachte, verzeih Joyce, ich wusste nicht, dass ich das stören würde. Dass ich das stören würde? Chloe deserves the apology. Well, Chloe, I'm sorry that I violated your privacy. I did it with your best interest in mind. Lahme Entschuldigung akzeptiert? Das ist alles? That's it? That's your apology? Well, now, I thought that... What about sorry for not trusting me in the first place? And convincing my mom to mistrust me too? That's not David's fault. What about sorry for calling me a loser? And always talking to me like I just came out of juvie? What about sorry for lecturing me all the time when you're fucking no one? You're not my dad. Who the hell gave you that right? What about sorry for moving in with my mom against my wishes? Chloe. Chloe, I know you don't like me. I know you think I don't understand you. But I do. I've been meaning to show you something. This is my friend Phil Becker. We served in the same unit. Two tours. Becker was killed near the end of our deployment. Roadside IED. We used to joke about all the trouble we were gonna get into once we got back home. But he died. He died, and I didn't. And I think about that fact every damn day. The point is, I've had my share of grief. I know what you're going through. So I guess what I'm saying is, I'm here to do whatever I can to help you get over the loss of your dad. Please, I'm begging you. Give David a chance, won't you? Here. Why don't you keep this photo for a little while? Think about what I've said. Ich glaube, er versucht es wirklich. Er hat vermutlich selbst eine Scheißerziehung gehabt und in seiner Militärzeit viel Scheiße gesehen, erlebt. Ich denke, er versucht sich es zu ändern. Also jetzt ist der Moment, wo ich dir recht gebe. Ja, das ist seine Art, sich zu ändern oder das zu machen. Der kriegt auch... Gib deinem Herzen einen Rock. A, sagt der Märchenonkel. D.
Das ist nicht mein Satz, das ist nur... Nein. Ich glaube auch, dass er es versucht. Er ist halt unbeholfen. Das mit der Erziehung und alles mögliche. Ich muss auch gestehen, das sind halt solche Sachen. Sie hat gerade gesagt, was er machen könnte. Sich für den ganzen Scheiß zu entschuldigen. Es ist eine Anleitung gewesen, die sie hingelegt hat. Ja, jetzt werde ich kleinlich. Also rein theoretisch hat sie ja... theoretisch eine ganze Anleitung hingelegt, ne? Sich zu entschuldigen für allen Scheiß und für alles machen. Und dass es eigentlich einfach sie voll übergangen worden ist. Sie hat alles gesagt. Du kannst nicht davon reden, dass er nicht wüsste, was er machen sollte. Worauf er eingehen könnte. Sie hat alles offengelegt. Er müsste es nur ansprechen, sich dafür entschuldigen oder irgendwie darauf eingehen. Jetzt werde ich gemein. Anstatt das zu tun, kommt er mit sich. Er kommt in der Geschichte von sich. Und kommt wieder damit, dass er mit seinem Erlebten versuchen möchte, ihr zu helfen. Das heißt, er ist wieder nicht auf die Bedürfnisse von ihr eingegangen. Zaub. Aber ja, natürlich. Ich habe die Hoffnung, dass wir dann nochmal irgendwann gegengehen können, wenn er wieder scheiße ist. Genau, kann sich bestimmt später nochmal anschreien. Ja, genau das. Märchenonkel, es tut mir leid. Hast du recht, aber... Ah! David looks so young. And this Phil guy. They look close. Thank you, David. Oh, Chloe. Mom. I'm just so proud of you both. Mom, I really need to go. Be careful out there, Chloe. I love you, sweetheart. All right, all right.